Na toll, wieder ganz am Anfang. Dabei war ich schon fast bei den Geiseln. Ich konnte schon den Angstschweiß riechen. Aber nein, ich muss ja zurückgehen. Ich bin so erfahrungsgeil und muss immer alle ohnmächtig machen. Ach Gott, echt. Manchmal hasse ich meinen Ehrgeiz. Egal, okay. Dann lassen wir die vorerst mal in Ruhe. Und kümmern uns jetzt erstmal um die Geiseln. So. Kiste abstellen. Und ab durch den Lüftungsschacht. Und es gibt ja auch Erfahrung. 100 Punkte. Also. Man muss nicht unbedingt immer alle schlafen schicken oder töten. Naja, aber wenn ich so alles zusammenzähle, würden die da unten natürlich mehr Erfahrung geben wie nur 100. Naja, einen kann ich ja mitnehmen. Welchen nehme ich mit? So ein paar Erfahrungspunkte kann ich ja mitnehmen, indem ich auf einen schieße und dann schnell da rein. Was nehme ich? Ich nehme den gleich hier unter mir. Schlaf gut. Danke. Alarmiert. Na egal, ich bin weg. Ciao. Aha. Die Polizei ist hier. Ja, ich befreie euch, keine Sorge. Was ich auch getan habe, es tut mir leid. Ja. Was? Ja, irgendwie kann ich euch nicht losbinden. Wieso nicht? Ich will nicht sterben! Ja, ich bin doch hier, keine Sorge. Holt ihr uns hier raus! What the fuck? Was ist das? Holt ihr uns hier raus! Ich bin ein Ein-Mann-Bombenteam. Und kann ich die hacken? Ach du Scheiße, jetzt darf ich eine Bombe hacken. Na toll. Sicherheitsstufe 1. Na gut, mit der sollte ich fertig werden. Okay, zum ersten Knotenpunkt. Oh nein, der Server hat mich schon bemerkt. Zweiter Knotenpunkt. Dritter. Okay, Firewall verbessern. Vierter. Und Bombe entschärft. Zugriff gewährt. Oh, 25 Erfahrungspunkte dafür. Automatische Streubombe deaktiviert. Countdown beendet. Schönen Tag noch. Ja, danke. Und dass du mich nicht getötet hast. Sagen Sie Seraph, dass ich die Geiseln gefunden habe. Heißt das, ich überbringe gute Nachrichten? Sie sind in Sicherheit und bleiben erstmal, wo sie sind. Das Wort können Sie evakuieren, sobald ich den Prototyp habe. Ich sage es Seraph. Aber es sollte nicht so lange dauern. Yeah, 400 Erfahrungspunkte. Und warum seid ihr plötzlich nicht mehr gefesselt? Ach so, ich entschärfe die Bombe und ihr habt euch alle entfesselt. Auf Kommando. Naja. Hören Sie, bitte bewahren Sie Ruhe, sprechen Sie leise und warten Sie hier auf das Wort. Die Anlage ist noch nicht gesichert. Nicht gesichert? Aber diese Terroristen, die haben meine Frau. Ihre Frau? Sie leitet die Anlage. Josie. Josie Thorpe. Die brauchen sie, um die Verwaltungsgebäude zu öffnen. Sie suchen wohl irgendwelche Beweise. Bitte, ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Sie müssen sie finden. Abweisen, versichern. Ich tue mein Bestes. Aber sie müssen alle hier bleiben und auf die Polizei warten. Kriegen sie das hin? Ja, natürlich. Aber beeilen sie sich. Sie sagten, sie haben Beweise gesucht. Was für Beweise? Ich weiß nicht. Das sind Puristen. Sie sagen, der Körper ist heilig und darf nicht manipuliert werden. Vermutlich wollen sie unser moralisches Fehlverhalten nachweisen. Wussten sie vom Taifun? Das ist streng geheim. Wie sollten sie? Außerdem ist er erst seit ein paar Stunden hier. Bitte, ich denke, die haben nicht erwartet, dass heute jemand arbeitet. Und jetzt stehen sie mit dem Rücken zur Wand. Finden sie meine Frau. Bitte. Okay. Neue Nebenquest, seine Frau finden. Nicht diesen Schrank öffnen. Wofür braucht man zwei Drucker? Reicht nicht einer? Achso. Was ist das?
Ja, Gottes, das glüht voll. Ja, da draußen lauern noch die bösen Jungs. Achso, die Tür ist kaputt. Suchen die noch nach mir? Ich meine, ich habe einen ohnmächtig gemacht. Oh, der ist wieder wach. Hm. Soll ich ein bisschen Katz und Maus spielen? Nee, egal. Okay. Habt ihr mir noch was zu erzählen? Ich weiß, Sie wollen nicht, dass wir hier überall rumlaufen, bevor das Gebäude gesichert wurde. Also warum erledigen Sie das nicht einfach? Dann können wir hier endlich raus. Hey, du arrogante Zicke. Musst du erst mal abwarten. Verdammte Fanatiker. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Es wurde kein Alarm ausgelöst. Ist es vorbei? Gott sei Dank, es ist vorbei. Ich hab gelobt, mit dem Trinken aufzuhören, wenn er uns hier rausholt. Das muss ich dann jetzt wohl auch machen. Sie müssen Ihren Anführer finden. Er ist der Schlüssel zu der ganzen Sache. Mhm. Sie hätten hören sollen, wie er Sie aufgehetzt hat. Schrecklich. Sander. Wo bleiben Sie denn? Und wo zum Teufel sind die Cops? Ein Glück, dass Sie aufgetaucht sind. Ich glaube nicht, dass die uns hätten gehen lassen. Hey, Moment mal, dich kenne ich doch, oder? Hm. Das war knapp. Die wollten uns töten. Mit Giftgas. Was sind das nur für Menschen? Terroristen. Oder Puristen. Gut. Dann gehen wir mal dorthin, wo die Kameras waren. Die in den Raum jetzt alle auszuschalten, bringt irgendwie nichts. Das ist viel zu schwierig. Und viel zu hoch entdeckt zu werden. Ah, da unten liegt aber noch Munition. Hm. Egal. Brauchen wir nicht. Wir haben genug. So. Dann lass mal gucken. Läuft er weg? Oder läuft er her? Los. Gut. Geschafft. So. Türe zu. So, wo ist jetzt hier eine Kamera? Da. Verdammt nochmal! Oh, wie viele da sind. Nein! Die Kamera hat mich gesehen. Wie weit... Was hat die denn für eine riesige Reichweite? Gott im Himmel. Hier geht's ab. Der von vorher. Da kommt er. Gut. Ist das nur einer? Nein! Oh Gott, nochmal, ey! Überall diese blöden Kameras. Zwei Stück sind da. Okay, eine Batterie habe ich voll. Gut. Wenn er wieder zurückläuft. Oh Mann, ist das schwer. Läuft er wieder zurück. Wie sieht er mich jetzt nicht? Und tschüss! Gut.
wegschleppen. Hä? Warum lässt er denn jetzt liegen? Die Kamera. Verdammter Alarm, hey. Kann man den nicht irgendwie ausschalten? Gut. Was hast du mir mitgebracht? Geld und Munition. Pistolenmunition. Braucht kein Mensch. Hä? Da ist auch noch einer. In dem Raum. In dem Meetingraum. Hier ist mein Ziel. Ich will aber erst mal in den Meetingraum. Drei Stück. Okay. Los. Die Arbeiter wurden als Geiseln genommen und die ganze Stadt hält Tschüss. Hallo. Ich muss wohl niemanden daran erinnern, dass das bereits der zweite Angriff auf das Biotechnologieunternehmen ist. Der hat nichts gemerkt. War vor 6 Monaten am Schnell was essen. So ein Riegel am besten. Vorabend der kontroversen Anhörungen zur Untersuchung seiner Forschungen. Da die Anhörungen Kuckuck. Konika. Tschüss. Der schläft. Und ich raub ihn aus. 85 Credits. Mann, warst du reich. 35. Was ist das? Zurück zu der Eilmeldung aus Detroit. Die Polizei äußert sich bisher kaum zur Lage. Gibt's hier sonst noch was? Gut. In den Raum sind alle ausgeschaltet. Diese blöde Cam. Hä? Brenne in der Hölle. Hier ist aber... Ah, muss ich hacken? Oh ja. Sicherheitsstufe 1. Schaffe ich. Los geht's. So. Mehrere Knotenpunkte. Eine Firewall. Und den Knotenpunkt. Schnell. Zugriff gewährt. Glück. Gut. Noch so ein Raum. Ja, ist gut. Mach die Tür auf. Dieser Hacker gefällt mir nicht. Ja, komisches Gefühl, ihn da drin alleine zu lassen. Wonach sucht er bloß? Vermutlich nach Beweisen, dass uns diese Wichser belügen. Genau wie Sieg gesagt hat. Ich hoffe, Sieg weiß, was er tut. Ich auch, Mann. Ich auch. Mist. Ist Sander hier? Oh. Da liegt wieder eine Packung Munition. 3 Stück. Ja, dann nehmen wir das gleich mal mit. 3 Stück. 3 Stück. Einer durchsucht wieder was. Oh, oh. Die anderen laufen wieder rum. Diesmal war die Tür hier. Und nicht oben. Aber ich könnte auch wieder von oben wahrscheinlich entlang. Wenn irgendwo ein Lüftungsschacht ist. Jo! Gut. Los. Ah. Der hat was gemerkt. Aber gut, wenn der hier hochkommt, kann ich ihn locker leicht ausschalten. Hey! Du solltest jetzt besser rauskommen! Ja. Komm lieber hoch. Ich habe ein Geschenk. Meine Stahlfaust in die Fresse. Eine Zeitverschwendung. Hier ist niemand. Ja, genau. Hier ist niemand.
Und tschüss! Sehr gut. Der schläft. Der hat nicht mal gemerkt, dass sein Kumpel schläft. Das gefällt mir. Die laufen beide so komisch rum. Vorsicht. Der eine guckt in die Richtung und der andere guckt in die Richtung. Das ist natürlich richtig nice. Jetzt dreht er sich. Und der kommt auch zurück, oder? Okay. Er ist da und der ist da. Jetzt kommt er zurück oder läuft er jetzt? Jetzt durchsucht er wieder den Tisch. Und ich schicke ihn schlafen. Scht. Dein Kumpel soll doch nichts mitkriegen. Okay. Jetzt nur noch der. Einsam und alleine. Wartet er auf mich. Oh, ich habe kein Ding aufgeladen. Muss was essen. Was nehme ich denn? Jackie? Oder das Revolver-Munition? Munition kann ich nicht essen. Ich kann nur den Jackie nehmen. Na gut. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Ich bin dicht. Verdammt. Ich dachte, so lädt sich meine Batterie auch auf. Oh, shit. Ja, hat sie auch. Nein, hat sie nicht. Ach, verdammt, den Jackie nehme ich nie wieder. Na gut, jetzt ist sie aufgeladen. Und jetzt schicke ich ihn schlafen. Gute Nacht. Gut. Das war's. Was hast du mir mitgebracht? Was ist das? Munition für MP. Ach, ihr habt hier ganz andere Waffen. Credits 245. Vielen Dank. Den anderen habe ich noch nicht durchsucht. Wenn der so viele Credits dabei hat, will ich gar nicht wissen, wie viel der hat. 105! Hey, ihr seid zu gut zu mir heute, echt. Okay, ich muss durch die Tür. Aber Moment mal, vielleicht finde ich noch irgendwas Interessantes. Irgendwelche Modifikationen oder sowas? Halt! Noch ein neugieriger Typ. Da die Handkante kriegt. Munition. Revolvermunition. Ich hab nicht mal einen. Weiß gar nicht, wofür ich das sammle. Aber gut, vielleicht kann ich nachher alle verkaufen. Bestimmt nachher einen Laden, wo ich alles verscherbeln kann. Hat er mir überhaupt... warte mal, der hat doch bestimmt was dabei. 35 Credits, du Geizhals. Hättest mir ruhig mehr geben können. Auf der anderen Seite ist bestimmt auch noch einer drin. Tatsächlich. Ist noch nicht ganz aufgeladen. Hä? Warum geht die Tür auf, ne? Hihi. Hi! Nett. Schlaf gut. Polizei kommt nachher und holt dich. Von der Seite hätte ich auch reingehen können. Ah. Oh. Das sieht gut aus. Elektroschockpfeile. Splittergranate. Noch irgendwas Interessantes? Essen wäre nicht schlecht.
Wo geht's da lang? Das ist wieder ein Geheimweg. 100 Erfahrung gekriegt. Ich kann nicht mal die Kisten wegschieben. Echt? Ach so. Ah ja. Naja, egal. Das habe ich ja geschafft. Dann gehen wir mal schauen, was hinter Labor Nummer 2 ist. Sein Aufzug. Keiner drin. Gut, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt den guten Sanders mal kennenlernen. Oder Sander, besser gesagt. Oh oh. Um neue Fähigkeiten oder Augmentierungen freizuschalten, müssen Sie Erfahrungspunkte EP sammeln. Diese erhalten Sie, wenn Sie Primärziele erreichen, Nebenmissionen meistern oder spezielle Boni erreichen, indem Sie eine Mission beispielsweise absolvieren, ohne entdeckt zu werden. Haben Sie genügend EP gesammelt, erhalten Sie einen Praxispunkt. Praxispunkte schalten Upgrades für vorhandene sowie völlig neue Augmentierungen frei. Praxiskits, die Sie finden oder in Limbkliniken kaufen können, gewähren Ihnen auf der Stelle Praxispunkte. Um Augmentierungen oder Upgrades freizuschalten, wählen Sie sie im Augmentierungsbildschirm aus, prüfen Sie den Preis und aktivieren Sie sie, wenn Sie es sich leisten können. Hm, interessant. Gut. Ja. Jetzt könnte ich mich eigentlich ganz kurz skillen. So. Mission. Ja. Hier. Argumentierungen. Okay. Was haben wir denn hier? Verwendet Analyse und überzeugt Personen. Ist das neu oder was? Ah. Gezielt beeinflusste Person. Nein, egal. Nee, nee. Also wir haben eine Praxisargumentierung. Was gibt's denn da so? Aha. Tarnungslayer unter Informationen wie Sichtfeld sowie in der bekannten Position. Möglich die Markierung. Ziel ein und aus. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Die möchte ich kaufen. Geht nicht. Kostet 2 Argumentierungen. Ja, Gottes. Ach man, das ist ja voll teuer. Gibt's noch irgendwas? Das ist wahrscheinlich Hack. Hack-Analyse. Verstärkung. Hack-Erweiterung. Oh ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Schnellere Aufladung, ne? Beschleunigt die Aufladung. Beschleunigt, was ist das? Verwendung gewährt eine zusätzliche Energiezelle. Wenn ich aber kein Essen habe, dann lädt sich die nicht auf. Also kostet eine Argumentierung, oder? Ja, natürlich. Kaufen wir das. Und jetzt haben wir keine Argumentierung mehr. Ja, und wie kann ich jetzt... Was war das? Durch Wände sehen? Och, komm. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen gucken sollen. Tarnsystem. Ah, das hat 2 Argumentierungen gekostet. Na gut. Jetzt lädt sich wenigstens unser Ding schneller auf. Und wir können schneller stuffig die Leute ausschalten. Da ist eine blöde Kamera wieder. Zu den Hindernissen, die Sie hacken können, gehören Geschütztürme, Kameras und Roboter. Sie müssen nur das dazugehörige Sicherheitshub finden und hacken. Toll. Die Programme Übernehmen und Verstärken sind Ihre wichtigsten Hacker-Tools. Sie können diese durch Hack-Augmentierungen optimieren. Die Stufe eines Knotens bestimmt, wie schnell ihn das Netzwerk verarbeiten kann.
Knoten höherer Stufe machen das System daher langsamer. Sie können das Netzwerk weiter verlangsamen, indem Sie Knoten verstärken, um so Ihre Stufe zu erhöhen. Außerdem können Sie einen Stoppwurm einsetzen, um den Suchprozess einige Sekunden lang völlig lahmzulegen. Darüber hinaus können Sie beim Übernehmen von Knoten das Nuke-Virus einsetzen, das die Gefahr, entdeckt zu werden, auf 0% senkt. Die Programme Nuke und Stop sind Viren, die beim Einsatz verbraucht werden. Ihr Vorrat ist begrenzt, also setzen Sie sie überlegt ein. Ein Zähler in der rechten oberen Bildschirmecke erleichtert es Ihnen, den Überblick darüber zu behalten. Es gibt 3 Knotentypen, die Sie übernehmen können. Verzeichnisse sind bedeutungslose Datenspeicher. Ihr einziger Zweck besteht darin, sie ihrem Ziel näher zu bringen. APIs sind Systemfunktionen, die Sie gegen das Netzwerk einsetzen können. Sie können das Netzwerk verlangsamen oder Knotenstufen senken, um deren Übernahme zu erleichtern. Datenbanken enthalten wertvolle Informationen, die Ihnen Geld, Programme oder sogar Erfahrungspunkte bringen können. Ah. Auf dem System entdeckte Belohnungen gehören nur dann Ihnen, wenn Sie es hacken. Andernfalls können die Belohnungen nicht heruntergeladen werden und bleiben auf dem System. Abgesehen von Kameras und Türen können Sie ohne das entsprechende Augmentierungs-Upgrade keine Sicherheitssysteme abschalten. Okay. Nett. Wo ist die Kamera? Die ist doch hier irgendwo. Da ist sie. Und da ist auch der Computer. Und ein Geschütz, ne? Ja, genau. Das ist hier nämlich. Hab! Puh. Okay, hier ist kein Feind mehr. Und wenn, dann hätte er mich jetzt gehört. Na gut. Dann versuchen wir mal unser Glück. Passwort? Nein, kenne ich nicht. Hacken. Los geht's. Also, wie war das? Ich... Oh nein, 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 nicht verlassen. So, ich verstärke das. Und bin schon entdeckt worden. Und bin schon entdeckt worden. Ja, bitte. Wie er mich schon entdeckt hat. Ich muss eine Firewall da drauf klatschen. Habe ich schon. Boah, das dauert länger. Ah, egal, ich hab's schon. Komm, 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 komm. Oh nein, die Zeit. Der hat mich gleich erwischt. Zugriff gewählt. Ja. Ein Nuke-Virus. Cool. Zugriff auf das Geschütz. Kameras sind aus. Türen, keine Verbindung. Alles leer. Ach komm, wieso? Ah, ich kann sie ausschalten. Ah, okay. Und ein Roboter? Natürlich nicht. Dafür war ich zu schlecht wahrscheinlich. Kann ich nochmal hacken? Nee. Einmal hacken war genug. Liegt hier irgendwas Interessantes? Ah, noch ein Nuke-Virus. Kein Platz mehr im Inventar. Na, was schmeißen wir denn dann weg? Oh, die Bombe. Nee. Was ist denn das? Weg. Ach, geht gar nicht. Was ist das? Fernzünder. Sprengsatz, cool. Betäubungspfeile. Fernzünder, Sprengsatz. Hab ich 2 sogar davon. Was sind das? Präzisionsgewehr. Was ist für dieses Gewehr? Ja, dann nehmen wir das Schmerzmittel. So. Jetzt haben wir Platz. Sehr gut. Ein größeres Inventar wäre besser gewesen, wenn ich mir das geskillt hätte, aber nein. Daran habe ich wieder mal nicht gedacht. Okay.
Wie schalte ich jetzt? Das Geschütz aus. Das ist jetzt die Frage. Na. Toll. Okay, ja, das hat nicht geklappt. Ich hab's kapiert. Verdammt.